deine Kuh. Und die macht einfach Mu. Liegt in ihren Stroh. Und pisst Joker auf den Schuh. Die Rede ist von der Ginger Kuh. Sie ist voll süß und macht einfach nur Mu. Die Ginger Kuh macht nur Mu. Weltfrieden. Die Rede ist von der Herr Ginger Kuh. Sie ist voll süß und macht einfach nur Mu. Die Ginger Kuh macht nur Mu. Weltfrieden. Sie will Weltfrieden und geht zu den armen Kindern. Sie weiß nicht, was sie tut. Und trotzt Joker auf den Schuh. Die Rede ist von der Ginger Kuh. Sie ist voll süß und macht einfach nur Mu. Die Ginger Kuh macht nur Mu. Weltfrieden. Die Rede ist von der Herr Ginger Kuh. Sie ist voll süß und macht einfach nur Mu. Die Ginger Kuh macht nur Mu. Weltfrieden. Deine macht nur Mu. Macht nur Mu. Damit herzlich willkommen zu den Extra-Parts. Harvest Moon 64 mit Joker Gamer, okay, Remco und mir, dem Bauern, der das Hallo. Lied hat. Was geht, meine Freunde? Willkommen zu Harvest Moon 64, meine Freunde, diesen versprochenen mega, mega, mega fetten Part, weil Feier dabei ist, deswegen fetter Part. ja, das wird ein Spürchen, meine Freunde. Vor allem bei Harvest Moon kann man sowas machen, meine Freunde. Und das, ja, Beste, das Beste ist, man hat sogar noch den originalen Text gehört im Hintergrund. Genau. Nein, das war das Beste. Hast du nicht mal ein Instrumental gesucht, Alter? Es gibt auch nicht ein Instrumental. Ich hab danach gesucht, ich weiß ja nicht, wie das Lied in Original heißt. Das heißt, Ring of the Fire. Wing of Fire ist das Original. Wie? Wing of Fire ist das Original. Oder irgend sowas. Die Farsche heißt ja nur Ring um die Wo Eier. Wo warst du? Bei der Leiter zum Himmel. So, dann machen wir jetzt die Ernte zu Ernte. Und ich meine das voll Ernte. Das meine ich richtig Ernte. Ja, meine Freunde. So, jetzt ist hier voll die Stille eingekehrt. Keine Ahnung warum. Der Part hat eigentlich jetzt schon Daumen hoch wegen den Song verdient. Weil genau, den haben wir noch nicht ganz gemacht, oder? Granat? Doch, das Lied ist das Feine. Nein, wir haben es noch nie bei einem anderen Part ganz gemacht. Ne. Da hat ihr nämlich auf diesen Special-Part haben wir lange gewartet und jetzt konnten wir ihn endlich vortragen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt endlich mal auch einen Text schreiben und dann, ja. Und wer ruft an? Ein Kollege? Die Ginger Kuh. Ja, die Ginger Kuh, die will den Weltfrieden immer machen. Deswegen geht die auch immer raus aus dem Stall. Finde ich nicht so knolle. Wie der. Wie die Vogelscheuche von Bob der Baumeister. Knolle! Knolle! Was sagst du zu Löwenzahn? Löwenzahn! Oh, mein Handy ist hundertprozentig aufgeladen und mein Handy hat eine Hülle. Echt? Ist dein 100% aufgeladen? Meins ist. Ja. Okay, meins ist aber wenigstens aufgeladen, Mann. Ich habe eine S. Kennt man bei diesen Aldi-Handy nicht? Ich habe eine NES-Hülle von den NES-Controller, aber ich habe auch genau wie Joker und eine Gameboy-Hülle. Genau. Ja, die Gameboy-Hülle ist sowieso die beste. Ich such die mir mal jetzt. Frau, ja, such die mal, du Penner. Ah. Hauptsache, du furzt nicht im Part. Hab sie gefunden!
Boah, ich hab jetzt auch den Ohrwurm. Ihr bestimmt auch froh, ne? Die Rede ist von der Ginger Crew. Vor allem hast du nicht am Ende sogar noch das Ring of Fire mit, das Ring um die Eier mitgesungen? Nee, der hat einfach gar nichts mitgesungen. Das war einfach nur vom, der hat einfach nur das Lied aufgemacht, ne? Und hat einfach dazu mitgesungen. Und beim Ende hat er einfach gar nichts mehr gesagt und das hat dann gesungen. Ist so mein Kollege. Was? Boah, ey, der Penner schickt mir jetzt erst auf das Ring of Fire Instrument. Hätte ich auch früher auf. Ja genau, vor allem ja, ist weil egal du jetzt. Scheiße. Wir haben jetzt 140.000 Euro vor, da hat ziemlich viel Geld. Wie heißt das? Wie heißt das richtige Lied? Ring of Fire. Oder? Storm to Fire oder irgendwas. Ring of Fire. So Leute, nein, das nächste Lied. Bei dem wir haben Grund zu feiern. Was ist das, Mann? Storm of Fire. Irgendwie so ist es, glaube ich, Vater. Wieso heißt jedes Lied mit Feuer? Keine Ahnung. Ja, was soll das, Mann? Hast du den Big Macs gegeben oder was? Na klar. Du Rotzgurke. Dum, 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 dum. Boah, haben wir hier eine ziemlich geile Tomatenernte, ey. Richtig schön nice, meine Freunde. Die sind aber vergammelt, das gebe ich den. Kennst du noch den Bürgermeister? Oh, das ist ja, lass uns zu den Typen hingehen. Oder? Ja. Ja, okay, warte, danach. Ja, wir müssen erstmal noch die ganzen Sachen gießen. Dann gehen wir zum Bürgermeister und ich hoffe, der hat ein paar Diät-Tipps für uns. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich, ne? Da kennt sich ja ziemlich gut aus. Ich dachte, wieder wie letztes Mal ein Big Mac auspackt. Genau, er macht Let's Eat Nummer 3. Für meinen Kanal, der will extra ein paar dabei sein. Ach, wenn du das Projekt hochlädst, Alter, ist schon längst Let's Eat 10 draußen oder so, was weiß ich. Let's Eat 30. Wir haben Grund zum Feiern. Ich habe einen Ring um meine Eier. Deswegen habe ich einen Grund zum Feiern. So, dann würde ich sagen, gehen wir zum Bürgermeister, oder? Wir machen hier maximal 10 Tage oder so. Ah, ja, das heißt, we didn't start to fire. We didn't start to fire. So, wir begrüßen den Bürgermeister natürlich, wie wir es gewohnt sind, mit der Axt. So. Ja, und dann schauen wir mal bei Cranky King im Laden vorbei. Stimmt, der hat jetzt auch offen. Weil der hat montags sind die offen. Ich glaube, der hasst Montage wie wir alle. Würde ich sagen, oder? Was? Aber ich würde. Magst du Montag oder was, du Penner? Ich würde dann vorsichtig gehen nach. Okay, Cranky keiner King. Ist draußen. Draußen ist groß. Draußen ist groß. Alter, es ist noch erst 8 Uhr, Mann. Schau es dir doch mal an. Meine Damen und Herren, bevor wir nach Cranky reingehen, erstmal eine Warnung. Es kann sein, dass Cranky gleich rappen wird, weil. Er ist ein. So, dann gehen wir jetzt zu Cranky. MC Cranky. Sicher, dass wir reingehen? Ja, sind wir. Was geht? Yeah! King K. Wohl will mir einen blauen! Und verstand sogar Diddy Kong! Donkey Kong, komm voll! Okay, ich geh wieder! Was willst du denn hier, du Spacken? Du unterbrichst mich beim Rappen, jetzt verpiss dich aus meinem Home! Aus meinem Villa! Was willst du? Was kommst du mich so scheiße an? Sau ab! Ey! Ich will das haben, Mann! Soll das Scheiß hier? Lass meine Sachen hier liegen, das ist meine! Hier, das kriegst du. Ich verstehe den Scheiß hier nicht. Egal. Ich habe hier die Ocarina of Time, ne? Siehst du das, ja. Remco? Cool. Ich dachte mal, es wäre eine U-Boot. Alter, ist so, das muss ja die Ocarina of Time sein. Das ist eine coole Anlehnung, ne? Ja. So, ja, das ist so der Bürgermeister. Hier ist der Postbote, der aussieht wie Remco. So, ich bin der Cranky King und ich ficke in deiner Wir gehen jetzt in den Kloster und besuchen mal Feier. Das war ja. Nee, ich bin auch schon im Stall. Nee, aber das bist du auch noch. Hallo, seid gegrüßt. Alter, wo ist Jesus der Bürgermeister, Gott, Mann? Willst du ihn auch suchen? Ach, der Bürgermeister, der. Ich verstehe dich nicht, du bist zu scheiße. Oh, kann ich hab mir kein Geld. Digga, wo ist der Bürgermeister, Mann? Der ist gestorben. Nee, ohne Scheiß, der hat. Okay, der ist geplatzt wie Dick Bach, würde ich sagen.
Attentat. Ja. So wie John F. Kennedy. John F. Kennedy, ich weiß, was du laberst, denn ich, wenn ich Frauen ficke, dann sage ich, ja, ich kenne die. John F. Kennedy, denn. Kadaver! Avra Kadaver. Du bist wie John F., denn ich kenne die. Avada Kedavra. Okay, den Bürgermeister finden wir nicht. Ich glaube, der ist an Regentagen in Burger King. Und deswegen. Und an sonnigen Tagen in McDonald's. Würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach wieder ins Bett, meine Freunde. Burger King. Ja, was da geht? So, erstmal mein Kind erstmal ins Regen stellen. Komm, wir gehen jetzt erstmal spazieren. Nach einem anstrengenden Tag im McDonald's erstmal. Hier, der Hund darf dich fressen. So, das tue ich ins Futter rein. Ja, mach. Nee, geht nicht. Also, ja, was wollen wir mit dem Baby machen? Kannst du es ablegen? Nein. Zeig das mal dem Bürgermeister, mal gucken. Vielleicht will er dann auch so zum Beispiel. Vielleicht will er daraus ein Big Mac machen, genau. Wenn ich gerade was. Der hält einen KFC-Eimer. Nach einem anstrengenden Tag im McDonald's gehen wir erstmal zu. Genau, wir gehen spazieren im Regenwetter mit dem Baby. Das ist sehr gesund. Zu Dunkin' Donuts oder zu Star. Vor allem, der ist ja nicht mal gekleidet. Joker ist ja der Einzige, der einen Regenschirm hat, aber nö, scheiß auf das Baby, das kann ja schon genau. Das werden. Nein, das kann auch um sich selbst sorgen. Liegt dann im Krankenhaus. Erstmal so, Starbucks, tschüss. Hier und einen schönen Junge, Kaffee das genießen. Das weint halt die Schnauze, Alter. Halt die Schnauze! So, ciao. Wir gehen pennen. So. Ja, Leute, dann kommen zurück zum nächsten Mal. Siehst du die Schildkröte da oben, Remco? Das Kind ist selber auf dem Tisch drauf. Siehst du die Schildkröte da oben, Remco? Ja. Hey! Okay, morgen ist auf jeden Fall sonniges Wetter. Schön. Was geht? Okay, schön. Das ist eine Ehefrau. Ja. Cool, die hält ihre Augen. Was? Der hat ihre Hände offen. Ja, mein Penis kommt noch drauf, also. Kannst du doch bangen? Ja, wir bangen sie jeden Tag. So sexsüchtig wie dieser Harvester-Typ ist. Ich würde sagen, ich habe keinen Bock mehr irgendwie um meine Ernte zu kümmern, weil das ist mir voll Ernte. Deswegen kümmern voll wir uns nur um die Tiere. Die Eier klauen. Das sind meine. Ja, das sind eigentlich die Eier von den Hühnern. Nö, die nehme ich jetzt weg, die tue ich jetzt rein. Und dann machst du so eine richtig erfolgreiche Eierfabrik. Eierfirma, meine ich. Weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Du schmeißt seine Frau jetzt mit Eiern. Nein, ich hab Eier. Deswegen. Ich schmeiße die Eier auf jemanden, auf den Bürgermeister. Der hat einen Eierfetisch nämlich. So wie How to Basic wahrscheinlich. Wieso How to Basic, Mann? Der hat's doch auch mit Eiern. Aber wer ihn nicht kennt, stimmt, ne? Der reibt sich immer an die Eier. Genau. Mit den Eiern. Wirft immer ein Ei in sein Rezept rein. Genau. Was soll also die Scheiße? Schaut da mal rein, er zeigt richtig gut so Rezepte, zum Beispiel wie man einen Kuchen macht. Also vor ein Big Mac? Also als ich seinen Big Mac gesehen habe, habe ich nur gedacht, oh mein Gott, ist der wunderschön, den muss ich selbst auch ausprobieren. Und der hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ihr müsst noch Cola nehmen, verschütten alles. Ihr müsst nur alles gegen die Wand schmeißen und dann war es das auch schon. So, jetzt gehen wir zum Bürgermeister, Freunde. Eine Axt. Schön mit der Axt. Weil wir besuchen wieder Cranky. Und hören uns mal ein paar Kostproben von seinem neuen Album an. Das heißt nämlich Ghetto Rentner. Nein. Haufenweise. Das heißt Cranky, der King. Ne, Gangster-Affen-Business. Gangster-Affen-Business heißt das, oder? Glaube ich. Oder Bananenweed getickt. Bananenweed. Wie, du gehst jetzt nicht ernsthaft noch Cranky? Doch, wir wollen doch Kostproben von seinem neuen Album hören, oder nicht? Ich denke schon, das wollen die meisten Zuschauer jetzt, hier sehen. Jetzt neu, Crankys neues Album mit Features wie King Gantu, MC Cobra, Basic Bang. Basic Bang, und Rudolf Bang. Genau, hier. Bang.
So, oh dann... manche würden denken, du nein, Cranky, Cranky, halt mal die Fresse, Cranky. Cranky, Ruhe. Cranky, ich rede dich. Warte, Cranky. Verpiss dich aus meinem Haus. Digga. Was willst du? Digga. Was? Cranky, Cranky. Sing mal uns dein neues Lied an. Vor. Ich hab's doch schon gerade gerappt. Ihr habt mich unterbrochen, ihr Wichser. Meint ihr, dann rappt dein neues Lied. Rapp dein neues Lied. Meine Fresse. So, So. Ich spul vor. Komm los. Und Joker Gamer, okay, verpiss dich jetzt so in ein Haus, denn der ist ein kleiner und der ist sogar in den kleinen Haus. Und Remco, der Spacken ist auch noch im Call on Fire und der ist fett und der ist sowas von Scheiße. Und jetzt verpiss dich aus meinem Haus. So, das ist. Na, ich will dein neues Lied hören, Cranky. Komm schon, dein Album. Wir wollen doch dein Album promoten. Nein, Schnauze, das kauft ihr jetzt. Boah, ich muss AFK, Leute. Nö, wir machen das nicht. Wir kaufen es erst, wenn du erstmal gescheite Lieder da raushaust und wir wissen, wie das so ungefähr klingt. Sonst kaufen wir es uns nicht. Das ist jetzt richtig spannend. Fabi geht mal kurz aus den Skype-Call und ihr fügt mich gleich wieder hinzu, wenn ich euch jetzt schreibe, ja? Oder du mütest dich einfach. Nein. Lol. Ihr seid jetzt einfach aufgegangen. Ja. Bin ich Anrufleiter? Ja. Okay, Cranky. Also ich würde sagen, du machst jetzt mal gescheite Lieder und rappst sie uns vor. Dann schauen wir mal, ob wir dein Album promoten, würde ich sagen, ne? Genau. Und hacken den Tisch erstmal so richtig schön Holz hier. So, dann haut rein. Ja, dann gehen wir raus hier. Von Florian. Wo ist der Bürgermeister, Mann? Ich finde den überhaupt nicht. Ah, was geht, Postbote, Remco, Kopf, was in geht? Der Erde gesteckt. Ja, hier ist Winkly Kong. Was geht? Winkly, Alter. So. Hat sich von Quake scheiden lassen. Genau. So, Leute. Dann mach mal dein Mikro mal leiser. Feuer ist jetzt hier. Also, ich bin extra nach Cranky gegangen. Ihr wollt das Album hören. Und ich bin hier gerade im Keller. Und jetzt hört einfach mal hin. Und dann auf Kennen, hier sind die, Gönne, und ich bin also gekriegt. Junge. Scheiße, mein Handy hat vibriert. So, was willst du hier? So, Cranky, komm, rap dein neuestes Lied vor. Warum? Bitte mach das! Sei cool. MC Cobra unterstützt dich auch. Und sonst gibt's erstmal ein meine Achse in deine Fresse! Du rappst oder ich. Oder du leidest an der Achse in der Fresse, Cranky! Leute, wirklich, ich kann das nicht vorrappen, aber ich kann etwas Freestyle machen. Willst du eine Achse in deiner Fresse haben? Doch, King Gantu unterstützt dich sogar. Gut, okay. Ich mach das Lied, Joker Gamer, okay. Das und der Hate. Und ich mache ein Feature. Gamer, okay, so viel Projekte macht. Diddy Kong oder was weiß ich oder Punch Out. Geht da drauf, geht abonnieren und so weiter. Aber es gibt einen Scheiß, das nennt man Hater. Ihr seid so scheiße und doch richtig schwul. Doch verpiss dich. Und wir gehen jetzt ab in den Lidl. So. Ich bin Gigantu. War eine schöne Vorprobe. War eine schöne Kostprobe, würde ich sagen. Kauft Crankys Album. Genau. Yo. Und jetzt gehen wir zum Bürgermeister. Der war hier. So, Bürgermeister, was hast du zu sagen? Oh, so was willst du hier? Ich bin gerade ein Big Mac am Fressen. Oh, warte mal, Leute, ich muss mal kurz. Oh, ich hab die Verpackung nicht aufgekriegt vom Big Mac. So, hier, ich hack dich zum Big Mac! Aber Leute, was ihr. Ey, Bürgermeister, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe beim Big Mac aufmachen? Boom! So, Leute, extra für Joker Game, okay. Willst du die Katze fressen? Boah, ist die Katze. Ist die Katze. Oh, das ist lecker mit Pommes und schöner Frittierfett. Ich hab da eine Fritteuse und die fritte hier, das mache ich nicht. Danke für die Katze. Ich mach da das Katzenstäbchen. Sag mal, in die Fresse, ich will hier Ruhe jetzt fressen. Oh, ich muss scheißen gehen.
So, hier, da ist eine dickste Katze. Boah, die hab ich schon gefressen, Mann, die ist schon richtig scheiße. Ich habe nicht. Schön gefressen. Das heißt, ich kann. Nee, ich habe schön geschissen. Jetzt kann ich weiter KFC fressen. So, willst du noch den Hund essen? So, hier, der ist sogar extra braun. Oh, geil! Jetzt mache ich mit daraus Hundewings. Hundewings. Ja, wir gehen jetzt raus. Wir lassen den jetzt. Den Frittierfett. Wir lassen den jetzt die Katzen und Hunde fressen. Oh, ich hab schön gerülpst. Habt ihr das gehört? Das kommt von Chicken. So, aber unseren Hund geben wir natürlich nicht. Ja, der pisst! Okay. Nee! Also, nee! Also, ich weiß ja nicht, was mit dem Hund falsch ist. Der pisst einfach hier auf den Boden. Piss dich auf den Boden, du! Junge, der ist aggressiv. Scheiße, scheiße. Der rastet aus. Leg dich doch nicht hin, du. Bastard. Digga, der ist aggressiv. Digga, der ist aggressiv, Mann. Der ist aggressiv. Hallo? Jo. Noch irgendjemand da? Bei Nacht. Bei Sternennacht. Bei Sternen-TV. Aber dann. Ich bin der Bürgermeister! Der kommt von hinten und macht aus allen Chicken Wings. Ja. Hast du die Übertragung noch an? Ja, hab ich doch, oder? Ich seh sie nicht mehr. Okay, morgen ist wieder Sonnenwetter, frag mal ab. Wieso siehst du die nicht mehr? Weil ich sie nicht mehr sehe. Dein Ernst? Ja. Feier, siehst du die? Ich bin gerade mit Handy on, ne? Warum? LOL! Remco, willst du das lesen? Ja. Siehst du das überhaupt? Nein. Dein Ernst? Ja. Also Freunde, falls ihr euch wundert, warum die Quali von Fire so ein bisschen scheiße ist und der nichts mehr sieht von der Bildschirm, das liegt daran, dass er am Handy on ist, ne? So, Remco liest das vor. Leute, das Bild könnt ihr euch wirklich selber. Wieso gehst du hier rein, du kleiner Wichser? Leute, aber denkt nicht, ich bin Kappen. Du kleiner Wichser, was soll die Scheiße? Was gehst du denn zum Local Horse Race, du Bastard? Ich schwör's dir. Wenn dein Pferd da nicht mitmacht, dann mache ich aus ihnen Lasagne. Okay, gut. Dann müssen wir ja keine Lasagne daraus machen. Dann werde ich auf jeden Fall auf deine Hilfe zählen können, oder? Ja. Also morgen wird der Lasagne. Ich meine, der macht einen Local Horse Race in Anführungszeichen. Ja, meine Freunde. Ja, ciao. Und morgen wirst du ein paar neue Lasagne im Supermarkt sehen. Okay, wo seid ihr? Okay, ich fühle mich allein. Ja, Freunde, es geht wieder weiter und wir haben den ganzen Tag hier einfach mal so verpennt. Das heißt, wir haben den ganzen Tag eigentlich hier so gut wie verschwendet. Würde ich sagen, wir haben auch kein Geld bekommen oder sowas. 144.000, das ist ziemlich wenig. Ja Leute, ich bin jetzt da raus aus Cranky sein Tonstudio und der will einfach nicht sagen, was er da macht. Genau. Der will es nicht preisgeben, ich bin gleich abgehauen. Ich glaube, der will einfach noch nicht sein, also der arbeitet noch sehr stark an seinem Album und deswegen will er noch nicht die Promophase einläuten, würde ich sagen. Aber das wenn Pferd, Pferd wurde zu Lasagne verarbeitet. Wenn ihr das jetzt schon seht, nee, noch nicht. Nee, noch nicht, das ist erst morgen im Handel erhältlich. Cranky so muss zufällig auch noch arbeiten für sein VBT. Gibt's morgen im NBT. Dann gibt's morgen im Lidl My Little Pony. Genau. My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. My Little Pony. Ah, wer ist das jetzt? Guck mal, der ist Remco. Nee, das ist Robot. So, schön erstmal geschert mit den Scherenhänden. Oh ja, die Scheren. Oh ja, die Scherebewegung. Wer ist das denn? Proxy. Es geht. Foxy. Ich weiß einfach Foxy. Keinen besseren Namen für ein Schaf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Du gibst erstmal Futter für euch, ihr Wichser. Hier schön. Alter, Feier. Hier, ich liegse, ja. Du willst schlafen, ne? Hattest einen harten Tag. Das ist mal schön der TTT-Aufnahme und noch zwei Harvest Moon Parts. Das geht nicht so gut auf den Verstand, würde ich sagen, ne? Oder eher auf die Intelligenz.
Ich nehme den schönen. Wollen wir nicht wieder frisch. Also Freunde, ich würde sagen, das war's für diesen Port, meine Forerunner. Das schon? Ja, doch. Okay, dann nehmen wir gleich noch einen auf. Nee, keinen mehr. Wir machen auf jeden Fall Schluss für heute und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder. So mega, mega Part war das dann doch wieder nicht. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall haut rein. Ciao, ja, bis zum nächsten Part von Harvest Moon 64. Ja. Ciao. Ciao. Oh. Mit dem Burger King. Alles real.